Pass auf, ich erzähle dir einen Witz, den ich in einer bayerischen Fernsehsendung gesehen habe. Ich erzähle ihn aber auf Hochdeutsch. Gut. Ein Vampir gerät in eine Verkehrskontrolle. Der Polizist sagt, haben wir was getrunken? Und der Vampir sagt, boah, also kaum. Und der Polizist so, was heißt denn kaum? Und der Vampir, nur zwei Radler. Beim zweiten Mal war es noch besser, oder? Ja. Und jetzt Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau Fußball wie eine Telenovela. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber, ey. Habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey. Wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bajuware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare. Hier sitzen zwei Intellektuelle. Reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal. Wir Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Dzień dobry, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Brennerpass, dem Bundesliga-Podcast, Kultur-Podcast, sagen manche. Wir schauen Fußball wie ein Sittengemälde. Und mein Name ist der Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Everyone's having them these days. Er ist Deutschlands interessantester Musikkritiker, er ist the world traveling, the many-faced actor, die geile Fistelle aus der Distel, der lustigste Mann im Internet. Ne? Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Frauenfußballversteher, the breaker of downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, Thermomix der deutschen Podcast-Szene, der Superman of Superfood, he's born free and he's porn free, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinding, der Honiglieferant unter den Honiglieferanten, das hättest eigentlich du sagen sollen. Aber dafür stehen wir manchmal auch nachts auf. Und machen uns ein Honigbrot. Ganz recht. Und gehen mit verklebten Fingern wieder ins Bett und wischen uns die dann an der Bettdecke ab. So. An der Bettdecke? Ja. Okay. Gut. Ja, also unser Anfangsbit, ne, dieser tolle Witz über den Vampir, den ich geklaut habe aus dem bayerischen Fernsehen, dazu gleich mehr. Den könnt ihr jetzt auch samplen, weil unser Freund Hybe, hast du vielleicht gesehen auf Twitter, du warst unterwegs und du warst nicht so Social Media mäßig am Wochenende. Der hat eine App gefunden, wo man super toll Zitate, also aus Podcasts rausschneiden kann, extrahieren und ganz schnell posten auf Social Media. Ganz toll. Das Puzzleteil, was uns noch gefehlt hat. Ja, ich habe vergessen, wie es heißt natürlich, aber schaut doch bei unter @hybe. Okay. H-E-I-B-I-E, wenn ich mich nicht irre. So, Rüdiger, du warst unterwegs, du warst in Fürth. Fürth. Ich war in Fürth und in Unterhaching. Also zuerst mal warst du in Franken. Mhm. Wie war es da? Da war es Fürth, habe ich gelernt. Man muss ganz kurz sagen. Da war es sehr schön, wahnsinnig schönes Theater, hübsche Stadt und war schön. War extrem schönes Theater. Man spricht Fürth. Fürth. So kurz aus. Fürth. Oder ich. Nein, das war schon richtig. Ach so. Fürth. Spricht man so kurz aus, dass man es eigentlich, dass nur Insider noch wissen, dass es sich um den Namen der Stadt handelt. Ja. Das ist wie, wenn du in Bayern spazieren gehst und du denkst ja, Leute, also du bist ja ein bisschen Bayern-affin durch deine Frau, manche Leute denken ja, man sagt in Bayern Grüß Gott. Ja. Aber sagt man nicht, man sagt Scott. 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 Ja. Scott. Man kann aber auch ein bisschen mehr singen. Grüß Gott. Scott. 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 Aber eigentlich sagt man nur Scott. Scott. Ja. Und nur Insider wissen, dass es sich dabei um Grüß Gott handelt. Ja. Okay.
Ja, und du bist, und du fastest gerade, ne? Ich will nicht übertreiben, ich habe angefangen zu fasten. Ich hatte gestern Entlastungstag. Ja, ich habe gestern nur sehr wenig gegessen, was nicht so leicht war auf so einer Autobahnfahrt zurück. Eieiei. Ja, man, wenn man so fährt, ist ja doch auch Stress. Ich habe sehr viel getrunken und ab heute geht's. Was denn? Zwei Radler oder was? Nein, warum lachst du mich? Ja, wenn auf so einer Autofahrt sehr viel getrunken ist. Eine Kiste Bier, ja. Ja, das ist immer. Nein, sehr viel Wasser natürlich. Ja. Und meine Kollegen waren schon extrem misstrauisch. Es gibt nichts, was Kollegen misstrauischer macht. Besonders meine Theaterkollegen, wenn ich sage, nein, danke, ich möchte jetzt kein Eis. Nein, für mich jetzt kein Gummibärchen, weil wir fressen viel im Tourbus. Ja. Ja, es wird eigentlich ständig irgendwas rumgereicht. Und wenn du da zweimal hintereinander Nein sagst, dann bist du kurz davor, aus dem Bus geworfen zu werden. Und was hat es jetzt mit dem Sauerkrautsaft auf sich? Naja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Sauerkrautsaft ist abführend. Ja, du willst nie so sehr ins Detail gehen, wenn es um deine Verdauung geht. Zum Beispiel Sexualität, Verdauung. Wie, was denn? Frag mich irgendwas, Bernie Meier. Das heben wir uns für den nächsten Podcast gut auf. Du kündigst mich hier jeden Tag an mit der, oder jede Folge an mit dem Mann mit der reizlosen Kimme. Also wenn ich da nichts von mir preisgegeben habe. Das stimmt. Das Ganze ist ein heiß und kalt der Gefühle. Ja, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Da hast du wirklich tief blicken lassen. Im wahrsten Sinne. Gut. Ja, ich faste ein bisschen mit, ne? Ja, du fastest auch. Nicht ganz so hardcore wie du. Na, ich bin mir nicht sicher, was letztendlich sich härter anfühlt, ehrlich gesagt. Beschreib mal, was du machst. Ich esse keinen Zucker. Das ist für mich, also das klingt jetzt ein bisschen, das ist nicht ganz so drastisch für mich, weil ich jetzt auch, es gibt schon Wochen, wo ich keine Süßigkeiten esse, aber man muss natürlich auch aufpassen bei Joghurts, Müsli, den Soßen von unserem Asiaten Viet Thai. Der geht auch nicht mehr. Der macht eine Menge Zucker rein. Ne? Ja, genau, aber ich verzichte nicht auf Fruchtzucker. Und ich esse nichts zwischen, habe ich mich noch nicht ganz entschieden, aber ich glaube zwischen 15 Uhr und 8 Uhr morgens. Und das habe ich gestern angefangen. Mhm. Und zwar, um gleich mal hart einzusteigen, nur mit einer, also mit einem Joghurt morgens und dann noch einen Teller Suppe. Ja. Und sonst nichts. Krass. Es wird gegen abends schon so ein bisschen nervig, vor allem wenn der Sohn dann irgendwie. Nervig ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Ja, das ist vor allem, wenn der Sohn da ist und der sich hat dann noch irgendwie einen Teller irgendwas reinpfeift. Reinpanzert. Heute wird es eine Bolognese sein, das wird schwierig für mich. Oh. Aber ehrlich gesagt, gestern auch vorm Bett gehen bei ihm der Teller Erdbeeren, gezuckerte Erdbeeren. Das ist auch kein Spaß. Eieieiei. Kein Spaß. Wollen wir den Leuten auch sagen, warum wir das machen? Ja, wir machen das quasi in einer Art Selbstexperiment für unseren nächsten Podcast. So sieht's der aus. Der weiß der Geier, wann erscheint, aber er wird produziert as we speak. Yes. Okay. Ich war in Polen. Good for you. Ja. Ja. Es war irgendwie toll. Ja. War in Kolberg, Ostsee, polnische Ostseeküste. Also famoser Strand, muss ich wirklich sagen. Sagt man, wie heißt das, Kolberg? Ja, man sagt es natürlich irgendwie, man kann es auch auf Polnisch sagen. Ah. Aber man sagt ja auch Swinemünde oder wüsstest du jetzt den polnischen Namen? Nee, aber ich dachte, auf Deutsch würde man Kolberg sagen. Ja, okay, jetzt wirst du spitz finden. Ich will ein bisschen spitz finden, nee, ja, Kolberg, Kol. Ja, du hast ja angefangen mit Scott. Ja. Ja, Kolberg, Kolberg, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, ich gebe es jetzt zu, ertappt. Oh Mann, jetzt komme ich ins Schwitzen. Dabei hast du ja fast nichts an. Ja, danke. Also pass auf, ich war da und ich bin erst ein bisschen erschrocken, weil als ich da hinkam, die Straße, wo unser Hotel stand, war ein, also das quasi, also Funktionalarchitektur ist, also ist eine Schmeichelei dagegen, eine ganze Straße mit so Bunkerhotels. Und unser Hotel sah besonders sanatoriummäßig aus. Okay. Es hieß auch San Med. Ein geschätztes Baujahr? 70er vielleicht. Okay. Aber San Med hätte mir natürlich schon zu denken geben sollen. Aber ich dachte, wenn es die Betriebspsychologin bucht, dann ist es schon okay, dann ist es sicher was ganz cozy-mäßiges. Aber nein, die Betriebspsychologin hat erstens mal ganz praktisch auf den Preis geschaut und auf den Wellness-Aspekt. Mhm. Und so waren wir quasi in einem besseren oder schlechteren, for what it's worth, Sanatorium. Tatsächlich. Okay. Ja. Und hast du den Zauberberg ausgepackt? Ja, es war wirklich, es war keep spending most of lives living in the rentner's paradise. Es war wirklich, also da waren wir, also. Ihr wart mit Abstand die Jüngsten. Ja, also. Und. Ich war nicht mehr ganz so weit weg von den Oldies. Ja, ich bin, ja. Wie sie. Aber ich hab mich selbst im Alter da, also ich hab in die Zukunft geblickt, glaube ich. Ja. Und Deutsche, Polen, Engländer? Nee. Polen und Deutsche. Polen und Deutsche. Polen ein bisschen netter. Als wir sind ja unter der Woche gekommen, da waren noch wenig Deutsche da.
Da muss man sagen, da ging es gemütlich zu am Buffet. Sobald die Deutschen kamen, wurde es ein bisschen, also zum Beispiel, du gehst auf eine Speise zu und es merkt jemand, also ein deutscher Oli, und denkt dann so, oh Moment, da geht jemand auf, und bringt den Körper dazwischen. Auf den Kaffee zu. Ich bringe den Körper dazwischen. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Kaffee nie ausgeht. Der geht nie aus. Das ist ein Kaffee, der nie ausgeht. Also auch bei so banalen Sachen wie zum Beispiel der Kaffee, der nie ausgeht, das gefällt mir gut. Sachen, die einfach nie ausgehen. Ja, klar. Selbst da wird es plötzlich drängelig irgendwie. Ja. Und da gibt es ja auch so, dann beobachte ich da wirklich so Leute, die dann irgendwie viermal zum Waffelautomat gehen. Ich mir auch denke, so okay, also irgendwann muss ja... Also Kindern lassen wir das durchgehen? Ja, aber auch Kinder essen nicht vier so Riesenwaffeln. Ach, Riesenwaffeln, okay. Ja, also, guck mal. Wir waren jetzt noch in einem Hotel, da gab es Mini-Pfannkuchen. Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ja, ja. Gut. Da muss ich auch sagen, das haben sie super. Waffeln und Pfannkuchen, da hat der Chef de Cuisine ganze Arbeit geleistet. Mhm. Also wirklich herrlich. Toll. Aber hinter diesen Betonburgen, einer der schönsten Ostsee-Strandabschnitte, die ich je gesehen habe. Wirklich harmonisch, weiß, super gepflegt, toll, fantastisch. Also überhaupt der ganze Ort ist, Infrastruktur ist top. Also da muss ich wirklich sagen. Warst du im Wasser? Nur mit den Füßen. Na gut. Es ist arg kalt. Und es war ja bevor dieser Hitze, diese Heatwave hier losgebrochen ist. Brezelte. Ja. Gut. Genau. Und genau, dann war ich ja noch, war ich nicht baden, aber gestern war ich baden. Okay. Wo? Waldbaden. Richtig. Shiringoko, Waldbaden. Was war das? Das war der japanische Fachbegriff dafür. Ah. Shiringoko. Auch das im Dienste unseres kommenden Podcasts, hoffentlich. Ja. Hungrig im Wald. Hungrig im Wald. Am Boden kriechen, nach Ahornblüten. Hier muss doch immer einen Pilz geben. Ja. Aber was ich eigentlich zu Polen erzählen wollte, war Folgendes. Ich habe dort Fernsehen gesehen und es gab vier deutsche Sender, zwei davon, einer davon war WDR. Dann habe ich geguckt, WDR am Nachmittag zu gucken oder am Vorabend ist wirklich herrlich. Mhm. Da gibt es so Sendungen, die beschäftigen sich mit, da gab es zum Beispiel so ein Jesus-Prediger, einen Radikalen, früher Muslim, jetzt radikaler Jesus-Prediger, da hat einen, der aus seiner Gemeinde ausgetreten ist, totgeschlagen und stand jetzt vor Gericht. Moment, das denkst du jetzt gerade aus oder das stimmt? Nein, das kam wirklich? WDR, ja. Gut. Ich staune nur, ja. Ja, dann gab es wieder so einen Beitrag über jemanden, der das Rheinufer aufräumt. Übrigens muss ich sagen, ich glaube, der heißt Christian Storck oder so, von Die Krake ist sein Verein in Köln. Ein fantastischer, lustiger, sympathischer Typ, ich glaube eigentlich Regisseur oder so. Okay. Der räumt mit so einer Gruppierung immer das Rheinufer auf oder überhaupt die Parks in Köln und so. Cool. Ganz herrlich. Und der andere Sender war Bayern, also war Bayerischer Rundfunk. Ah, und da hast du den Witz gesehen. Ja, und da habe ich eine Sendung gesehen, da muss ich sagen, die hat mir tatsächlich die Schuhe ausgezogen, falls man das noch sagt. Mhm. Die besten Witze Bayerns, glaube ich, hieß das. Es war unfassbar. Das hat so ein Koch moderiert. Also ich kannte ihn nicht, aber die Betriebspsychologin hat gesagt, das ist doch der Starkoch, bla bla bla. Ein Franke, glaube ich. Mhm. Kennst du fränkische Starköche? Nein, muss passen. Okay, gut. Und da waren dann so vier Leute. Nur ich meine, Bocuse-Witz, ne? Der hat dich angeteased, hast gedacht, das ist das... Aber ja, okay, ne, ich kenne keine. Jamie Bocuse. Ja, der große Villain von Game of Thrones. Auf jeden Fall habe ich das geschaut und dann haben Leute Witze erzählt nacheinander und das Publikum hat es bewertet. Und es war unglaublich. Also zum einen muss man sagen, Witze über Kleinwüchsige, Witze, frauenverachtende Witze, Witze über Minderheiten, Witze über Behinderte. Also da kennt er nichts, der Bayerische Rundfunk. Ja. Da kennt er wirklich absolut kein Pardon. Und dann, also da treten da Leute auf. Einer, der mir eigentlich, da war ein zum Beispiel der Bobby. Der Bobby sah ein bisschen aus wie mein Schwager früher. Ja. Und der Bobby, was nichts Schlechtes heißt. Um Gottes Willen, lieber Heinz. Der Bobby kam zum Beispiel und hat gesagt, Tschau, ich bin der Bobby und ich soll noch einen Witz erzählen. Das war mal abtun. Ja, da hat er gesagt, ja, im Balkon habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, du musst meine Frau, die geht fremd, glaube ich. Und dann hat er gesagt, der Balkon, da hängt da rein. Ja, da kippt man auf den Balkon, eine halbe Stunde, ja, what? Und so weiter, und da hängt da einer rein. Und dann hau ich da drauf, im Pantoffel, dann fahr ich da runter, gell. Und so da. Und dann sagt der andere zu Petrus, gell, du bist noch tuchst du. Und dann sagt er, ja, ich bin am Dings, oder ein kleiner Klamotten runtergehauen und so. Und hat das Publikum auch gelacht? Ja, die fand den super. Die haben den verstanden. Ja, die Betriebspsychologin natürlich nicht, aber das Publikum offensichtlich schon. Ich hatte selbst Schwierigkeiten. Der hat 60% in seiner ersten Runde bekommen, hat auch gleich
so einen fränkischen Sportjournalisten rausgeschmissen, der einen ganz lahmen Witz erzählt hat. Ja. Und dann war da so eine Frau mit einem riesen Nachbau und riesen Vorbau, falls man das noch sagt. Also eine ältere Frau, ziemlich... Ich höre das Wort Nachbau zum ersten Mal, aber ja. Ziemlich hutzlig. Ja. Und ich weiß nicht, ob man hutzlig das sagt. Aber unglaublich derb in ihren Witzen. Und ja. Geschert, wie man auf Bayerisch sagt. Ja, also ja. Unangenehm, unangenehm. Ja. Es war die Renate, und die hat furchtbar, die hat so erzählt... Ja, wir sind mit ein paar Freundinnen zusammen in den Urlaub gefahren und nur haben wir gesagt, wollen wir fliegen oder wollen wir vielleicht da wegen zum Shoppen gehen? Das war wirklich unglaublich. Die ist immer so weitergekommen, gerade so. Aber der Bobbe war top of the pops. Mhm. Und dann hat der Bobbe in der letzten Runde einen Witz erzählt, der zum einen von Behinderten handelte. Ich weiß nicht, ob ihm das Publikum das übel genommen hat. Zum anderen hat er diese Behinderten nachgemacht, so dass es noch undeutlicher wurde. Das ging dann ungefähr so. Also er sagte so, da sitzen zwei Deppen auf der Bank. Das verstehst du noch, oder? Mhm. Und dann also sagt der eine, ich bin mir ziemlich sicher, auch das Publikum hat nichts verstanden. Mhm. Und das wollte was heißen, weil die mussten viel schlucken an dem Abend. Und also das Ganze war so eine Horrorschau. Also ich bin wirklich, ich glaube, ich werde noch in 10 Jahren davon träumen. Das war wirklich, das war mit eins der schlimmsten Dinge, das war wie Torture-Porn, was ich je gesehen habe. Und selten habe ich mich so, ich mag ja den bayerischen Dialekt, ich mag meine Heimat, ich bin gerne Bayer. Aber das war Fremdscham ist kein Ausdruck mehr. Hm. Das war hart, hardcore. Ja, okay. Aber du hast es dir gegeben. Ich habe es mir gegeben, ja. So, jetzt noch eine Message von meinem Sohn. Der hat nämlich gesagt, es ist wichtig, dass die Welt erfährt, dass Pikachu, gerade läuft der Meisterdetektiv Pikachu im Kino, dass Pikachu kein Basis-Pokémon ist, selbst wenn es auf euren Sammelkarten so draufsteht. Ja. Sondern Pikachu ist nämlich eine Weiterentwicklung von Pichu. Okay. Ja. Pichu zeige ich dir gleich. Der hat da. Ich habe ihn vor Augen, glaube ich. Im Heidepark Soltau hat er da, hat die Mama einen Pichu geworfen, so einen riesen Pichu. Okay. Ah ja, ganz süß der Pichu, ne? Verstehe, sehr schön. Die waren im Heidepark Soltau. Gut. Heidepark Soltau. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Kultur. Ich habe nämlich einiges gesehen und du wahrscheinlich nichts davon. Ja, sag bitte. Aber du musst ja meinen Empfehlungen folgen. Aber du weißt ja, ich folge ja, brauche meine Zeit, ich bin der Spätzünder, aber umstandslos. Ja, also pass auf. Erstmal habe ich Barry, das zweite Staffel, zu Ende gesehen. Sehr gut. It's fan-fucking-tastic. Sehr schön. Und zwar, ich habe einen Podcast dazu gehört, auch gehört, unseren beliebten The Watch, den ich gerne zitiere. Und die haben gesagt so, also Andy Greenwald, der ja mittlerweile selber Serien schreibt. Ah, ja, cool. Kommt eine demnächst. Und hat gesagt so, bei Barry muss er sagen, Barry fand er wirklich gut. Hat gesagt, also Barry kann man sich wirklich da kann man sich wirklich vieles abschauen. Weil Barry dauert eine halbe Stunde und die jonglieren da so Themen wie absolute Comedy, Missbrauch in der Ehe, Kriegsverbrechen, Schauspielschule, Auftragskiller, die jonglieren es mit so einer Eleganz und Leichtigkeit und trotzdem notwendigen Ernsthaftigkeit, und haben dazu ein unfassbares Ensemble. Er meinte, da kann man nur lernen. Man schaut sich das an und man kann nur lernen als Schreiber, Regisseur, alles und so. Und dann hat er gemeint, und dann hat er sich Fleabag Staffel 2 angeschaut und dann hat er gesagt, da kann man nichts lernen. That's magic, hat er gesagt. Ja. Hat er gesagt, Phoebe Waller-Bridge's Vokabeln, die sind electric. Ja. They are thrilling, they are dancing, hat er gesagt. Darf ich eine Anekdote erzählen zu Fleabag 2? Ja, ohne, dass ich die zweite Staffel gesehen habe. Aber nach der ersten Staffel musste die Phoebe Waller-Bridge's die Drehbücher einreichen bei der BBC für die zweite Staffel, weil es ja doch, also teilweise doch recht explizit ist und die mal durchgucken wollten. Und wir haben nur eine Anmerkung gehabt zur zweiten Folge, dass sie irgendwann sagt jemand über seinen Bruder, der Pfarrer ist, he's a cunt. Und haben die BBC gesagt, nee, cunt geht nicht. Und dann hat sie gesagt, na gut, als es ersetzt, hat es einfach mal nur zum Spaß ersetzt durch Pedophile. Und das wurde durchgewunken. Ich kann mich an die Szene erinnern. Ja. Ja. Dies als kurze BBC-Anekdote. Ja, ich kenne, ihr habt die Szene deutlich vor Augen. Ja. Aber du, die Serie ist sehr, also während Staffel 1 noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen derb ist, provokant und auch so ein bisschen so eine Downward Spiral für die Hauptfigur ist, die zweite ist
erlösend, freundlich, warm, menschlich. Man fühlt sich bei aller Tragik auch gut irgendwie. Sehr gut. Also ich bin, ich habe ja, war ja großer Fan von Succession, kommt demnächst zurück. Ja. Aber also das, oh Mann, da freue ich mich drauf. Ja, aber das steckt Fleabag Staffel 2 nochmal locker in den Sack. Okay. Wirklich. Gut. Dann habe ich gesehen, es geht ja weiter. What We Do in the Shadows, hast du den Film damals gesehen? Fünf Zimmer, Küche, Sarg? Nein. Hast du Thor Ragnarök gesehen? Leider nicht. Doch, habe ich gesehen. Ragnarök habe ich gesehen. Ja, der ist vom selben Regisseur. Ah, gut. Taika Waititi ist ein super Regisseur, ein wahnsinnig lustiger Typ. Und seine Serie, sein Film What We Do in the Shadows, Fünf Zimmer, Küche, Sarg, da geht es quasi um eine Vampir-WG. Ja. Die ist jetzt als Serie, läuft die auf FX. Und weiß nicht, wo es in Deutschland läuft, aber interessiert ja eh keinen, weil wer will schon deutsche Synchro hören. Und da spielt zum Beispiel Matt Berry mit. Das ist der, der bei Mighty Boosh zum Beispiel den Polarforscher spielt in der ersten Staffel. Oder bei IT Crowd den Chef. Ja, den habe ich vor Augen. Genau. Und ich habe nur eine Folge gesehen von What We Do in the Shadows, der Serie. Es ist sehr, sehr lustig. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Genau. Dann habe ich gesehen, ich dachte, ich mache mal auch so Rewatches. Ja, sehr gut. Auf Empfehlung der Betriebspsychologin habe ich gesehen Friends with Benefits. Mhm. Mit Justin Timberlake, Mila Kunis. Mhm. Gesehen damals? Mhm. Du bist auf Netflix. Mhm. Ist eine sehr lustige Beziehungskomödie. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Wirklich sehr lustig. Ja. Und du magst ja Justin Timberlake und alles, was du an ihm magst, erfüllt er da wirklich. Und Mila Kunis mag ich auch, ja. Ja, genau. Ich habe übrigens auch neulich gesehen Forgetting Sarah Marshall, habe ich schon gesagt, oder? Ja. Ja, genau. Da ist ja auch Mila Kunis. Ja. Ja. Hab Mila Kunis Wochen bei mir. Eben, ich wollte sagen, der Name fiel schon mal. Dann habe ich eine viel bessere Komödie noch gesehen. Oh mein Gott, Bernie. Und zwar Venom. Mit Tom Hardy. Ah, oh. Ja, kannst du für 99 Cent bei Amazon ausleihen. Dann sag mir, Bernie, macht Tom Hardy Sachen? Tom Hardy ist quasi nicht zu bremsen. Wir haben es ja eh schon mal diskutiert hier, weil ich es so gelesen habe drüber, aber das ist unglaublich, der Film. Ich weiß nicht, Tom Hardy ist, wenn du verschiedene Exzerpte nimmst aus dem Film, seine Stimme, er spricht eigentlich in jeder Szene mit einer anderen Stimme. Und einem anderen Akzent. Das ist lustig. Tom, Mama ist ja so, und in der anderen ist so, what's up? Ja. Und Tom Hardy, er kann nicht an sich halten. Ja, der hat auch neulich auf Bayern 3 Witze erzählt. Als Renate. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Zwar nicht Bayern 3, aber ja. Und es ist auch ein bisschen nervig. Mhm. Du kannst dich auf diesen Charakter eigentlich kaum einlassen, weil er alle 5 Minuten in einer anderen Tonlage spricht. Mhm. Oder anderen Stimme. Und auch, er ist irgendwie nicht bei sich, finde ich. Mhm. Also, der ganze Film ist nicht bei sich. Mhm. Also, er ist ein bisschen brutal und gleichzeitig ist er hochgradig albern. Mhm. Also keine Empfehlung von mir. Aber eine Empfehlung habe ich. Ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, die Serie Deadwood. Ja. Gibt jetzt einen Kinofilm. Nein, es gibt keinen Kinofilm, es gibt eigentlich nur einen Film. Okay. Den Abschluss von Deadwood hat David Milch. Ja. Oder Milch. Ja. David Schnarch, David Milch, man weiß es nicht, ne? Hat nochmal einen Film gedreht für HBO. Indem er die Serie nach 13 Jahren zu Ende bringt. Hauptdarsteller 3, natürlich dann auch älter. Ich glaube, 10 Jahre sind vergangen ungefähr in der Serie. Alle wieder dabei eigentlich. Und es ist im Prinzip gar kein richtiger Film. Es ist quasi wie zwei Folgen. Okay. Zwei Deadwood-Folgen. Okay. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Und mir ist und es ist, David Milch ist ja auch so dafür bekannt, dass die Leute zu ihm ans Set kommen und er so sagt: So, was ich euch da neulich gegeben habe, vergesst es mal. Ich habe hier einen neuen Monolog für euch. Und da irgendwie so, dann kommt so. Monolog direkt, ja. Also dann kommt so Timothy Olyphant, kriegst dann so eine Seite in die Hand, wo dann so eine Seite neuer Text steht, irgendwie so. Mhm. Und David Milch muss auch seine Texte teilweise dann über Nacht in so Drogenräuschen geschrieben haben. Mhm. Und jetzt hat er das zu Ende gebracht, was er immer zu Ende bringen wollte. Und er hat vor kurzem ist er mit Alzheimer diagnostiziert worden. Okay. Also er wird auch nicht mehr so viel schreiben in seinem Leben. Und es wird wieder sehr viel geflucht. Also du weißt ja, die... Ja, das war ein ganz herrlicher Bestandteil dieser Serie. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so, da gibt es so pro Minute, glaube ich, 1,4 Curse Words oder so. Das ist so ein Serienrekord, glaube ich, noch vor The Wire. Und was unglaublich ist, was mir jetzt erst aufgefallen ist, diese Dialoge, das ist keine Alltagssprache. Die Alltagssprache sind die ganzen Fax und Cocksucker und was weiß ich. Die Dialoge sind eigentlich... Die sind eigentlich im Versmaß fast, kann man sagen. Die sind eigentlich von Shakespeare-hafter Qualität. Also teilweise auch mit umgedrehten, mit invertiertem Syntax.
das schwingt, das läuft, das schwingt, das ist quasi wie ein langes, ja, das ist wie ein Drama eigentlich, das ist wie ein Bühnenstück. Muss man darauf achten. Okay. Das ist Hammer, das ist wirklich so elaboriert und gleichzeitig klingt es aber nicht so, weil die Darsteller es super, super authentisch rüberbringen und gleichzeitig auch die ganze Zeit fluchen wie die Dachdecker. Sehr gut. Sagt man das noch? Dachdecker? Das. Oder Holzfäller? Wie viel ich würde keinen Dachdecker fragen. Ja. Genau, das habe ich alles gesehen. Gut, jetzt kannst du überlegen, was du mit den Infos machst. Ich werde umstandslos alles gucken. Okay, das wollte ich hören. Okay, es gab aber auch noch Fußball. Es gab Fußball. Zum einen habe ich gesehen, in Gladbach die Pressekonferenz, nämlich Marco Rose ist vorgestellt worden. Ja. Starker Bart, muss ich sagen. Ja. Guter erster Eindruck. Und er hat gesagt, erste Amtshandlung, er spricht, er hat seinen Dialekt sehr im Griff, nicht so wie ich, aber es ist lustiger, wenn ich es so sage. Erste Amtshandlung, ich fliege in Urlaub. Okay. Fand ich sympathisch. Ja. Das wäre auch meine erste Amtshandlung. Dann haben die erst gesagt, fliegen? Ja. Ja. Was mit dem ökologischen Fußabdruck? Stimmt, doch nicht so lässig. Ja. Gut. Aber Gladbach hat gesagt, er hat zu Gladbach gesagt, erste Gladbach war ein lässiger Verein. Lässig? Ja. Gut. Überzeugt dich nicht? Doch. Doch, also ich finde lässig. Ja. Eigentlich ist es ja nur ein Übergang zu dem nächsten Trainervorstellung, weil der kann nicht sagen, er ist zum lässigen Verein gegangen. Redest du von Schalke? Nee, ich rede von Dieter Hecking. Von Dieter Hecking? Ja. Der ist nämlich zum HSV. Ganz recht. Und er soll doppelt so viel Gehalt kriegen wie Wolf. Also wie sein Vorgänger, ja. Ja gut, aber das ist natürlich, er hat sich ja verdient, oder? Habe ich das Schlagzeilen gelesen, habe ich gesagt, ja, es wundert mich jetzt auch nicht. Er ist auch älter. Ja. Er hat gesagt, und hat fünf Kinder. Und einer davon ist glühender HSV-Fan. Und hat dann noch dazu gefügt, und gerade auf den Färöer-Inseln, da habe ich mich gefragt, ist er dahin verbannt worden? Wie Napoleon so ein bisschen? Ja. Was, der HSV-Fan? Ja, genau. Schickt ihn auf die Färöer. Ja, und er hat gesagt, Demut tut uns gut. Das klingt nach einem guten Ansatz, finde ich. Das überzeugt mich sofort. Ja. Aber glaubst du, dass er damit durchkommt? Glaubst du, dass er den Wiederaufstieg schafft? Weiß nicht. Ich meine, die Konkurrenz ist aber wirklich hart nächstes Jahr in der zweiten Liga. Hm. Also mit Hannover, Stuttgart und dem Club. Und allen, die da sonst noch wollen. Ja, da sind wir gleich beim Thema. Wir haben nichts zur Relegation gemacht. Wir leben in Berlin. Wir kokettieren mit Union, aber es... Ja, wir konnten zum Rückspiel nichts sagen. Da haben wir nicht gepodcastet. Ich dachte eigentlich, wir warten das Rückspiel ab. Und ich, ehrlich gesagt, hatte ich auch selbst nach dem Unentschieden in Stuttgart hatte ich Union trotzdem irgendwie keine Chancen ausgerechnet. Ich habe mir gedacht, hey, dieser Klischee, Achtung, Millionenkader, der wird es ja wohl reißen, gegen Union zu gewinnen. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, er hätte ja auch gewonnen, wenn es nicht dieses etwas dämliche Abseits gegeben hätte. Naja, gut, aber also an dem darf es halt nicht scheitern. An dem darf es natürlich auch nicht scheitern, ja. Ansonsten muss ich sagen, ich habe mir das Spiel sogar in kompletten Gänze angeguckt. Ui. Und war, naja, es jetzt auch, aber es, ich war eigentlich ein bisschen, ich glaube, es könnte sehr hart werden für Union. Ich finde, es war nicht so doll, spielerisch. Ja, apropos spielerisch nicht so toll. Ich habe ja mit die Betriebspsychologen überzeugt, mit mir das Champions League Finale zu gucken. Ja. Oh. Und dann habe ich so ein bisschen gesagt, so in der Bundesliga sind ja oft so Begegnungen, die kannst du eigentlich nicht anschauen, ne? Gerade so Freitagabendspiele. Ja. Aber jetzt kommt was ganz Feines. Ja. Jetzt pass auf, jetzt war die Betriebspsychologin findet Heung-min Son super. Ja. Und eigentlich ist sie nicht wirklich interessiert, aber ich dachte, wenn sie Heung-min Son super findet, dann hält sie halt jetzt mal zu Tottenham. Ja. Fand ich ganz gut, dann hatte jeder einen Verein, ne? Mhm. Und dann war sie tatsächlich ein bisschen engagiert und so, ja, yeah, das gibt's so nicht, und was macht denn der Heung-min Son? Und der hat ja sich so gut durchgedribbelt am Anfang auch. Ja. Hat aber immer so ein bisschen am Schluss dann ein bisschen verschlänzt sich. Und irgendwann ist dann so ihre Begeisterung total ausgefadet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es ja nicht übel nehmen, weil es einfach irgendwann furchtbar langweilig wurde. Mhm. Eigentlich hat es den Höhepunkt nach 20 Sekunden erreicht. Ich muss sagen, auf eine gewisse Art habe ich den Abend relativ optimal verbracht. Ich habe den Anstoß und die ersten 4 Minuten mitgekriegt. Damit hatte ich das 1-0. Dann musste ich selber Theater spielen. Und irgendwann, als ich wieder im Hotelzimmer war mit den Kollegen, habe ich dann den Rest geguckt. Und das war dann für mich ganz spannend. Da hatte Tottenham eine Phase, wo sie anzogen. Da waren dann so 8 Torschüsse ungefähr. So ab der, weiß ich nicht, ja, genau. Ja, und die hat alle der Dings gehalten. Wie heißt der nochmal? Alisson Becker. Ja, genau, der teuerste Torwart der Welt. Ja. Den sie nach Karius. Ja, hat man viel gelesen, ne? Das nach Karius Versagen im letzten Jahr. Ja. Und nach Ramos Schlägen. Ja. Steht natürlich überall, ne? Das Klopp sich jetzt im Unterschied zum letzten Jahr noch die beiden wichtigen Puzzleteile zusammengefügt hat.
Oder ja. Also zumindest also jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, vor allen Dingen alles in Bäcker. Interessant ist ja, dass Origine, ja. Der eigentlich auch nicht jetzt auch nicht immer so geglänzt hat, aber quasi in der Champions League einfach die wichtigen Tore geschossen hat. Getroffen. Mhm. Auch nicht mehr, aber das war ja, hat ja gereicht irgendwie. Reicht ja. Wie fandst du den Handelfmeter? Hat letztes Jahr noch Relegation gespielt mit Wolfsburg. Mhm. Ne? Ja. Den Handelfmeter, ja. Naja, irgendwie konsequent auch, ne? Also der Arm war wirklich sehr, sehr, sehr weit da oben. Ja, und vor allem, wenn es dafür Gnade gäbe, dann käme jetzt plötzlich jeder dann, sagt so, und dann, was weiß ich, ich habe ein paar Qigong-Übungen zur Lockerung gemacht. Du kannst, ich habe einen Tiger erschossen. Ja. Gut, das verstehen die Hörer nicht. Ja. Dem Tiger erschossen. Bernd und ich haben auch Qigong gemacht. Ja. Bei unserem Podcast Hungrig im Wald haben wir auch Qigong gemacht. Genau, fastend im Wald, ja. Qigong gemacht. Ja, das war ein ganz klarer Handelfmeter. Ja, konsequent musste man geben und ja. Und zwischen dem Elfmeter, den dieser Schiedsrichter gegeben hat im Spiel Ajax gegen Tottenham und diesem Elfmeter jetzt im Spiel gegen Liverpool lag etwa eine Minute Netto-Spielzeit. Wie meinst du das? Naja, da war es in der allerletzten Minute hat er für Tottenham im Spiel gegen Ajax einen Elfmeter gepfiffen und jetzt im Finale lag dann also nochmal eine Minute dazwischen. Es war in der 29. Sekunde der Elfmeter. Ah, aber das andere war doch am Schluss. Ja. Und das war am Anfang. Ja. Dann liegen doch quasi 90 Minuten dazwischen. Das eine war am Schluss und das andere fängt gerade an. Ach so, brilliant, Rüdiger. Brilliant, yes. Yes. Never under. Ich habe das gelesen, das denke ich mir nicht selber aus. Okay. Ja, interessant noch, dass Kane spielte, ne? Wird ja viel thematisiert, wo Damura ja so schön in Form war. Übrigens, in der Süddeutschen war eine Auflistung der Weltklasse-Spieler oder die wirklich sehr gut Weltklasse haben bei Tottenham, da war Son dann nicht dabei. Das fand ich irgendwie ein bisschen, habe ich mich gewundert. Ja, wahrscheinlich hatte das Manko, dass er mal in der Bundesliga war. Dass er mal beim HSV war. Auf jeden Fall, so ein bisschen Kane als Maskottchen zu bringen, ich fand es schon nachvollziehbar. Ja. Trainer hat gesagt, er hätte es nicht bereut, dass er ihn aufgestellt hat. Ja, genau, habe ich auch gelesen. Hat sich natürlich geirrt, aber hätte sich natürlich auch nicht irren können. Eben. Ja, finde ich nicht so dramatisch. Der Klopp, habe ich gesehen, ja, war natürlich mit seinem Kumpel Campino unterwegs. Ja, da muss man sagen, Schwamm drüber. Ja. Aber er muss wohl in einem Interview das mit Jan Ole Fürtoft, irgendwie Jan Arge heißt er, glaube ich, heißt nicht Ole. Der Finne muss ja wohl gesungen haben, Let's Talk About Six, Baby. Yes. Ja. Und warum? Erklärst du den Zuhörern? 6. Champions League-Titel. Ja. Und wie viel? Und noch mehr? Ja, stimmt, du hast recht. Mensch, ich dachte, das wären seine verpassten Finales gewesen. Nein, du hast ja recht. Das ist der 6. Champions League-Titel für Liverpool. Ja, stimmt, du hast ja recht. Mhm. Du hast ja recht. Wie viele Finales hat er versemmelt? Ich glaube auch 6, ne? Auch 5 oder 6. Ich glaube, 5 hat er versemmelt und das war der 6. Das hat es geklappt. Ja. Nee, aber da ging es um Liverpool. Ja. Okay. Ich dich nicht hätte. Ja, war sehr schön, finde ich. Das Spiel war quasi, wenn man das Spiel einfach nur als konsequente, also bei Spielen sagt man DLC, Downloadable Content, ne, da kommt dann noch so eine lahme Nachmission nach dem Hauptspiel. Mhm. Wenn man es so betrifft und dann das Gesamtwerk schaut, war es eine fantastische Darbietung in der Champions League. Letztes Spiel war jetzt eins der unspektakuläreren. Und das war es jetzt, glaubst du, erstmal mit Fußball, gemeinsam Fußball gucken mit der Betriebspsychologin für eine längere Zeit? Wahrscheinlich, ja. Tja, schade. Ja. Und ich muss sagen. Aber ich kenne sowas auch. Es ist natürlich auch schwierig also Klopp hat natürlich diese Saison allgemein so ein bisschen konservativer auch spielen lassen, ne? Nicht mehr, also hat quasi so ein bisschen gemischt seinen Stil auch mit ein bisschen mehr Defensive und Vorsicht und Taktik. Ja, und das ist aufgegangen. Ja. Wie so oft. Und es gab noch so ein englisches Finale. Ja, genau. Das Europa League Finale, da war nicht so viel los, ne? Da war keiner. Ich habe gelesen, da waren nur irgendwie 5000 Fans von jeder Mannschaft oder so. Mhm. Kann das sein? Ich habe auch sowas im Kopf, ja. Und in Baku, ja. Und ich glaube, obwohl die Tickets am Ende so unter 10 Euro umgerechnet gekostet haben, war die Bevölkerung von Aserbaidschan trotzdem zu arm oder zu unwillig, sich das anzuschauen. Tja. Und man muss jedes Wort am Platz gehört haben, was die Spieler gesagt haben. Oh. Ja, weiß nicht, wahrscheinlich übertrieben. Aber Spiel selbst, erste Halbzeit ein bisschen Fahrt. Zweite Halbzeit dann ein schönes Spiel von Chelsea. Aber eigentlich unterhaltsamer als das Champions League-Finale wahrscheinlich. Ja, das schon, genau. Interessant fand ich, dass Peter Cech bei Arsenal im Tor stand.
der vorher bei Chelsea war. Genau. Und jetzt wieder als Sportdirektor zu Chelsea geht. Und Giroud? Giroud, der vorher bei Arsenal war, das Tor geschossen hat, gegen Tschech. Weißt du, was übrigens wirklich strange wäre? Wenn Tschech, wenn er jetzt Sportdirektor wird, immer noch die Haube auflässt. Ich habe schon zu dir gesagt, an Halloween gehe ich doch nicht als Ghostsänger, sondern als Peter Tschech. Ja. Das ist way scarier. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass er überhaupt noch im Tor ist. Aber das war auch sein Spiel. Ja, war auch sein letztes Spiel, genau. Ja. Hazard, 2 Tore und geht zu Real jetzt. Mhm. Und noch was ist mir aufgefallen. Frankfurt war eigentlich der schwierigste Gegner, dem Chelsea so begegnet ist, ne? Ja. Fand ich, waren besser als Arsenal. Mhm. Ja. Hat Özil eigentlich gespielt? Ich sag mal so, in der Zusammenfassung fiel der Name nicht. Der hat auch gespielt. Okay. So, dann, Frauen-WM steht vor der Tür. Du, ja, am 8.6., an meinem Geburtstag, an dem Tag, an dem ich einen Apfel essen werde, weil ich mein Fasten breche, finden 2 große Events statt. Die Frauen spielen gegen China. Gegen China, genau. Und siehst du, das ist ja auch schon die Deutschen. Siehst du, das ist mir selber passiert, ja. Und die Männer spielen die EM-Qualifikation. Sag doch die Deutschen, man kann sich da ruhig distanzieren. Ja, du, wenn man in Polen die Junggesellenabschiedler da sieht, da möchte man, sagt man auch die Deutschen. Da sagt man nicht, wer. Ja, das ist kein wenn ich jetzt sagen, die Deutschen, ich wollte jetzt aber gerade im Unterschied zu Frauen, die Deutschen sagen, meinen damit die Männer. Ach, das meinst du ja. Ja, das ist mein Fehler. Gut, ne? Der Einwand ist berechtigt. Genau. Ja, aber das ist irgendwie, es geht schon, also die EM-Qualifikation gegen Weißrussland empfinde ich jetzt schon medial als präsenter als die Frauen-WM. Aber gut. Aber das boykottieren wir natürlich. Das boykottieren wir. Wir boykottieren die Männer. Ja. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer wird boykottiert vom Brennerpass. Genau. Wir melden uns zwischenzeitlich mal aus der Frauen-WM. Wir wissen noch nicht genau wann. Wir machen einen Surprise-Drop. Ja, pass auf, wir könnten es machen am 17.06. Da hat Deutschland, dann haben die deutschen Frauen gespielt gegen China. Am 8.06., am 12.06. gegen Spanien und am 17.06. um 18 Uhr gegen Südafrika. Ja, aber vielleicht melden wir uns direkt gleich nach dem Spiel und berichten über deinen Geburtstag und das erste Spiel. Das können wir natürlich auch machen. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wo kriegen wir es denn zu sehen? Das wird übertragen, ne? Ja, es kommt auf, ich glaube, öffentlich-rechtlich. Ja. Und auf DAZN kommt, glaube ich, auch. Cool. Ja. Da sind wir doch dabei. Ja, also wir melden uns auf jeden Fall zwischenzeitlich. Gut. Ja. Du, eine Notiz, weil ich sie hier gerade so sehe. Ich habe jetzt schon einen Anwärter für einen Brenny. Und zwar für Spieler mit dem tollsten Namen. Ja. Ja. Düsseldorf hat einen Torwart verpflichtet vom VfB Stuttgart 2. Weißt du, wie der Torwart heißt? Nein. Ich betone Torwart. Der heißt Florian, soweit so gut, Kastenmeier. Kastenmeier? Mhm. Okay. Da steht ein Tor. Der heißt Kastenmeier und steht ein Tor. So wie Staubsaugerfritze, oder? Ja, brillant. Ja. Brillant. Brillant, oder? Wieder brillant. Ich habe noch was zur Frauen-WM. Und zwar, was glaubst du, wie viel die Frauen Geld kriegen, wenn sie gewinnen? Ich weiß es. Ah, okay. Sag's. 75.000. Und die Männer? Siehst du, das weiß ich jetzt nicht. Ist einiges mehr. 350.000. À la Bonheur. À la Bonheur. Ja, wieso? Das ist ja wirklich ganz klar, weil die Männer brauchen auch mehr Geld, weil die kaufen nur über teure Autos. Ja. Und jetzt rechnest du mal, schau her, jetzt wenn du an so einem WM gewinnst, dann bist du ja so fröhlich, bist du ja so gut drauf, dass du dir sofort so einen Porsche kaufst. Die Hälfte des Geldes schon in den ersten 90 Minuten nach dem Spiel aus. Dann bleiben genau noch 75.000 übrig und dann ist es genau gerecht. Ja, stimmt. Die Frauen machen sowas nicht. Ja, nee, die kaufen sie ein Elektrofahrrad. So ein Kosmetikprodukt, so ein bisschen teurer, verstehst du? Fußcreme. Fußcreme auch noch. Ja. Herr Wildmoser. Ja, das hat meine Frau, als ich noch gelebt habe. Also, ja, das ist gut. Ist gut jetzt. Da ein Interview mit Boateng, ne? Ich will nicht wegrennen. Mhm. Ja. Er kann auch gar nicht mehr. Oh, böse. Ah. Nein, er will angreifen, habe ich auch gehört. Ich liebe ihn ja, ich will ihn ja sehen. Ja, wir lieben ihn. Ja. Ja, wir lieben ihn durch seine Zeitschrift Boa noch mehr. Ja. Ich schon. Du? Ja, ich bin, es ist schon ein ziemliches Anzeigenblatt auch. Ja, aber es ist so ein bisschen Migrationshintergrund. Ja, deshalb habe ich es auch gekauft. Ja, kein Mensch finanziert so eine Zeitung heutzutage, wenn du nicht irgendwie 1000 Anzeigen reinmachst. Das stimmt. Frag mal Jokos interessantes Magazin oder wie es heißt. Jokos. Ich fände es gut, wenn er.
Das find ich finde, ich finde es okay, so zu nennen. Ach so, es heißt anders. Jokos Druckerzeugnis oder so. Aber dann würde ich es auch noch um, dann würde ich noch ein zweites rausgeben, Jokos uninteressantes Magazin. Und gucken, welches sich besser verkauft. Okay. Und Xavi Alonso wird Trainer von Real Sociedad. Sociedad. Ja. Genau. So. Das hätten wir. Ja, das hätten wir. Jetzt hätten wir es, oder? Mhm. Oder hast du noch was? Nö. Du, der erste Anrufer bei Klopp war Guardiola. Und hat gesagt, wir werden uns gegenseitig nächstes Jahr wieder ordentlich in die Arsche treten. Das können wir doch auch machen. Wir uns beide gegenseitig? Ja. Ja, das machen wir. Machen wir. Genau. In welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer. Okay, gut. Wir hören uns zur Frauen-WM. Du trittst mich in meine Reizmusik. Wir hören uns zur Frauen-WM. Habt einen schönen Tag. Liked uns. Liebt uns. Ratet uns. 5 Stars. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau Fußball wie eine Telenovela. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.